Hallo und herzlich willkommen zur leckersten Sendung im deutschen Fernsehen. Auch heute bleiben wir natürlich aufgrund der Jahreszeit dem winterlichen Gemüse treu. Und ich widme mich heute dem norddeutschen Klassiker Grünkohl. Hab mir ein paar Gedanken darüber gemacht, wie man das Ganze eventuell etwas mediterraner darstellen kann. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen. Gerade zu der jetzigen Jahreszeit, Grünkohl ein wunderbares Gemüse. Gar nicht so langweilig, wie es sich oftmals darstellt. Normalerweise zubereitet mit Schweinebacke, mit Kassler, mit Wurst, mit Pinkel. Je nach Region ein bisschen unterschiedlich. Sehr schwer. Das Gemüse eigentlich selber ist ein relativ leichtes Gemüse und kriegt nur diesen schweren Charakter eben durch die Zugabe von dem vielen, vielen, vielen fetten Schweinefleisch. Das mag auch der Grund sein, warum einige Leute Grünkohl nicht wirklich mögen. Zunächst einmal gibt es aber verschiedene Varianten auf dem Markt. Es gibt einmal die Dose Grünkohl. Dort ist der Grünkohl bereits neutral gewürzt, das heißt, es ist nicht viel Geschmack drin, er ist einfach nur blanchiert, vorgekocht, so dass man ihn dann schneller verarbeiten kann. Dann gibt es ihn jetzt oftmals schon so mehr oder weniger fertig geputzt in diesen Tüten. Das reicht hier nachher für gute 4 bis 6 Personen. Oder aber, wie man hier unschwer erkennen kann, haben wir hier einmal den Grünkohl im Ganzen. Wenn man ihn aufrecht hinstellt, sieht er so ein bisschen aus wie ein Baum, deshalb heißt er auch unter anderem Oldenburger Palme. Das Putzen ist ein bisschen mühselig. Zunächst einmal die einzelnen Blätter abtrennen. Dann sieht man jetzt hier diesen harten Teil. Einfach nur die beiden Blätter zusammendrücken und vorsichtig diesen Strunk einfach entfernen. Das geben wir den Schweinen oder den Hühnern, wenn wir welche haben. Dann haben wir nur noch die ganz wunderbaren Blätter. Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt das Harte entfernt habe, kann ich auch die Garzeit um ein Vielfaches verkürzen. Nachteil am Grünkohl noch, er ist sehr, sehr sandig. Man muss ihn mindestens 2 bis 3 Mal waschen, damit auch der ganze Sand weg ist. Das haben wir natürlich hier gemeinschaftlich schon gemacht. Jetzt haben wir eine unglaublich voluminöse Masse an Grünkohl. So einen großen Topf haben die wenigsten zu Hause. Deshalb sollte man ihn zunächst einmal blanchieren. Wenn Sie einen großen Topf haben, alles auf einmal. Wenn Sie einen kleinen Topf haben, machen Sie das nacheinander. Dann fällt der Kohl schon mal in sich zusammen. Ein Teil des unangenehmen Grünkohlgeruches, den einige Leute nicht mögen, geht hierbei schon verloren. Das Ganze dauert maximal 3 bis 4 Minuten. Und wenn die Blätter dann in sich zusammengefallen sind, können wir den Grünkohl so ansetzen, wie wir wollen. Normalerweise norddeutsch, habe ich eben schon erwähnt, mit viel Rauchfleisch, mit viel Speck, mit viel Fett. Heute gibt es eine etwas leichtere Variante, ganz leicht angelehnt an einem italienischen Bolito Misto. Dazu kommen wir aber später noch. Zunächst schauen wir uns einmal an, worauf man sonst noch beim Einkauf achten muss. Moin. Na, ich wollte nicht vordrängeln. Die Dame bekommt schon, die bekommt schon. Alles klar. Ich mache Grünkohl. Grünkohl. Grünkohl, aber mal nicht klassisch, sondern so ein bisschen variiert. Ja. Und was jetzt? Da habe ich gedacht, einmal ein bisschen was Feines, Kalbstafelspitz. Aber hier, wie vielen halben ganzen? Was wiegt der? Na, gib mir mal sicherheitshalber den ganzen mit. Dann brauche ich ein bisschen was für die Kraft, für die Power. Hier so Eisbeinstückchen. Ja. 2 Stück, die sind gepökelt, ne? Ja, ja. Normalerweise so Eisbein für Grünkohl macht man nicht, oder? Das ist Geschmackssache. Es gibt natürlich so wie mein Junge zum Beispiel in Grünkohl, der isst gerne Grünkohl, aber man macht lieber frisches Fleisch, Schweinebauch mit rein. Schweinebauch ist eine gute Idee, aber ungeräuchert bitte. Ja, ist er. Sehr gut. Soll er ein bisschen mageres oder fetteres Stück sein? Zeig doch mal. Zum Kochen ist natürlich, wenn er so ein bisschen hier, fett ist er auch nicht hier und da so ein schönes Stück von. Ja, perfekt. Ne? Perfekt. Das hätte ich gerne. Ich hier so ein Stück so, ne? Super. Schneiden wir es nochmal durch. Dieses Geräucherte und Gepökelte ist ja so typisch norddeutsch, ne? Ja, richtig. Hier, die Würstchen, die sind super, die nehme ich das auch noch. Das ist Chorizo auch, ja. Ne? Die probiert man auch mal. Wie viel Stück? 6 Stück. Die sind ja nicht so groß. Ja. Sehr schön. Und das Gleiche haben wir auch als Aufschnitt, aber wir wollen ja jetzt in den Grünkohl rein, da müssen solche Würstchen rein. Das ist im Endeffekt auch das Wesentliche, worauf man wirklich achten kann. Gerade bei der Zubereitung von Kochfleisch, sind es meistens die etwas günstigeren Stücke. Und in der Kombination mit den Paprikawürstchen natürlich. Ich wollte gerade sagen, das macht die Würze noch. Natürlich hausgemacht, das bringt dann die Würze und lässt den Grünkohl mal im ganz anderen Licht dastehen. Pack ein, Schieder. Alles klar? Das nehme ich. Okay, Mittagessen gerettet. Danke, den Grünkohl haben wir jetzt schon etwas weich blanchiert, das heißt einfach nur ein kochendes, gesalzenes Wasser gegeben, so dass das Volumen sich ein bisschen verringert, die Struktur wird schon leicht aufgelöst und ein Teil des Kohlaromas geht verloren. Der Teil des unangenehmen Kohlaromas, hoppala,
jetzt einfach nur abtropfen lassen, nachher richtig schön kräftig ausdrücken, lassen ihn ganz kurz abkühlen. Und ich habe jetzt überlegt, der Grünkohl kommt ja klassischerweise, die Urpflanze kommt aus Griechenland. Das heißt, das Ganze wird hier etwas mediterraner zubereitet. Ich nehme statt einer normalen Mettwurst oder einer Pinkelwurst, nämlich Chorizo, wie der Spanier sagt. Das ist eine Schweinewurst, die mit sehr viel Paprika, Knoblauch und ein wenig Kümmelgewürz ist. Die brate ich zunächst einmal an, damit zusätzlich zu dem Olivenöl jetzt ein bisschen Fett austreten kann. Und damit werde ich gleich den Kohl und ein wenig Paprikapulver ansetzen. Dafür die Zwiebel jetzt geschält, ebenfalls nur in feine Würfel schneiden. Normalerweise klassisch in vielen alten Rezepten steht, dass der Grünkohl gute 1,5 bis 2 Stunden kochen muss beim ersten Ansatz. Das haben wir jetzt ein wenig verkürzt, indem wir den Kohl schon mal blanchiert haben. Und auch in der neueren Zeit geht man ihm dazu über, den Kohl nicht mehr komplett weich zu kochen, sondern ruhig noch so ein bisschen Biss festzulassen. Das werden wir auch gleich machen. Kohl normalerweise, und das macht auch der Grünkohl, keine Ausnahme, ist eigentlich ein Gericht, je häufiger man das wirklich aufwärmt, desto schmackhafter wird er. Experten sagen eigentlich, unter 3 bis 4 Mal geht gar nichts, wenn man das klassische Kohlaroma haben möchte. Diese Variante schmeckt aber auch gleich beim ersten Mal. So. Die Wurst wirklich nur leicht anbraten. Dadurch tritt ein Teil des Schweinefetts auch aus. Das ist schön gewürzt und gibt uns dann eine herrliche würzige Note für den Ansatz des Grünkohls. Parallel dazu erwähnte ich ja, dass ich habe ein wenig von dem Bolito Misto inspirieren lassen. Dafür habe ich zunächst ein bisschen Schweinebauch roh. Nicht gepökelt, nicht gewürzt mit hineingegeben. Dann haben wir hier Schweinshaxe gepökelt. Das heißt, in einer Salzlake eingelegt. Dadurch kriegt es ein ganz besonderes Aroma. Im Süden von Deutschland kennen wir das Ganze eher knusprig gebraten. Beim Oktoberfest, beim Bolito Misto wird es halt gekocht. Dadurch ist die Haut zwar ein bisschen gallertartig, ein bisschen glibberig, aber das Fleisch darunter ist sensationell. Und ein wenig Kalbfleisch, Kalbstafelspitz aus der Hüfte des Kalbes. Ebenfalls alles gleichzeitig in den Topf hineingegeben, haben ungefähr die gleiche Garzeit. Dann das Ganze mit Wasser aufgefüllt. Zusätzlich haben wir hineingegeben eine geröstete, gespickte Zwiebel. Geröstet bedeutet mit Schale, mit allem drum und dran. Sieht man, ohne Fett in der Pfanne ganz leicht braun werden lassen, dann Nelken- und Lorbeerblätter da reingesteckt, so dass das Ganze schön aromatisch wird. Eine Tomate und ein bisschen Salz, bringt das Ganze zum Kochen, lässt es für ungefähr 1 Stunde auf dem Herd. Mehr muss man nicht machen, dann wird das Fleisch von ganz alleine weich und das geht jetzt hier weiter mit in den Ansatz hinein. Bolito Misto, klassisch, so italienisches und eine italienische Zubereitung von gekochtem Fleisch, wird serviert mit ein bisschen Wurzelgemüse, Senfobst und ein bisschen Salsa Verde. Das lassen wir heute weg, denn heute gibt es ja lecker Grünkohl. Die Würste beiseite stellen, die sind noch nicht gegart. Die werden gleich noch mit dem Grünkohl wieder hinzugegeben. Ich wollte nur, dass das schöne Fett austritt. Jetzt die Zwiebeln hineingeben. Ganz leicht andünsten, keine Farbe nehmen lassen. Dann den Grünkohl nehmen. Zwiebeln richtig glasig dünsten, dadurch entwickeln sie erst das volle Aroma. Und da wir uns ja in mediterranen Bereichen bewegen, würzen wir das Ganze mit ein bisschen Paprikapulver süß, und zwar geräuchert. Das findet man heutzutage schon in gut sortierten Lebensmittelgeschäften. Denn das ganze Fleisch, was wir jetzt hier benutzt haben, das hat ja keine Rauchnote, es ist nur gepökelt. Und so ein bisschen kann es vertragen. Nicht zu viel von dem Zeug, das ist relativ kräftig, aromatisch. Nehmen Sie, wenn Sie die Paprikamenge berechnen, maximal 1/3 von dem geräucherten und den Rest füllen Sie einfach mit normalem Paprikapulver auf. Edelsüß. Wichtig, ebenfalls hier mit anschwitzen. Jetzt den Grünkohl hinzugeben. Alles gut miteinander vermengen. Dann bräuchte man jetzt eine gute Brühe, um den Grünkohl anzugießen. Die Brühe haben wir uns ja selber gemacht. Das ist unser Kochwasser hier von den verschiedenen Fleischsorten. Angießen. Das Sieb benutze ich nur, damit eventuell vorhandene Tomatenhäute, einzelne Nelken abgefangen werden können.
So. Gucken, ob das langt. Und jetzt geben wir das Fleisch wieder zurück in den Grünkohltopf hinein. So, dass das Ganze jetzt noch eine Zeit lang köcheln kann. Generell tue ich mich immer sehr schwer, damit überhaupt Garzeiten anzugeben, weil ja Kochen immer relativ ist. Wenn Sie jetzt ein bisschen weniger Kohle haben, geht es meistens schneller. Das braucht jetzt 3 Minuten, bis es heiß ist. Typischer Spruch ist immer, bis es fertig ist. Und das meine ich nicht albern, sondern wirklich, bis es fertig ist. Aber 30, 35 Minuten kommt ungefähr hin. Dann ist der Kohl so, dass man ihn das erste Mal weich, aber trotzdem noch mit einem ganz kleinen Biss essen kann. Das Paprikapulver entwickelt sein Aroma, die ganzen Zutaten verbinden sich miteinander. Dann müssen wir eigentlich nur dafür sorgen, dass die Wurst noch hinzukommt. Das passiert einen Ticken später, die wäre sonst trocken. Und dann wird der Sud abgebunden und dann kann er auch schon bald serviert werden. Bei der Beilage bleibe ich verhältnismäßig klassisch. Ich als Norddeutscher mag kleine, runde Röstkartoffeln dazu. Hierbei gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich und in meiner Familie werden wir gerne süße Kartoffeln gegessen. Das bedeutet, die Kartoffeln werden vorher gekocht, anschließend gepellt, dann in die Pfanne gegeben, ganz langsam karamellisiert. Und um die Süße noch ein bisschen zu verstärken, geben wir immer noch ein bisschen Zucker hinein, sodass die Kartoffeln nachher eine richtig schöne, leichte, süßliche Kruste haben und einfach hervorragend zu dem Raucharoma des klassischen Grünkohls passen. Wie sieht das hier im Publikum aus? Wer mag eher die süße Variante? Sehr gut. Wer mag eher die nicht süße Variante? Dann werde ich trotzdem bei der Zuckervariante bleiben und überzeuge ich euch eines Besseren. Es ist ja nicht so, dass so viel Zucker hineinkommt, dass es richtig so wie gebrannte Mandeln ist. Es ist so eine ganz leichte Restsüße, die wirklich hervorragend einmal zum Rauchgeschmack passt vom Fleisch, als aber auch natürlich zu dem würzigen Paprikapulver hier. Jetzt die Kartoffeln ganz gemütlich, ganz gemächlich. Langsam Farbe nehmen lassen. Ganz zum Schluss geben wir ein bisschen Zucker dazu. Wenn wir den jetzt schon hinzugeben würden, würde es passieren, dass der Zucker schwarz wird. Schwarz bedeutet bitter und dann schmeckt das Ganze nicht mehr. Beim Kochen gibt es immer wieder Leute, die mir erklären wollen, dass man angeblich kochen kann, ohne auch nur ein einziges Mal zu probieren. Das glaube ich nicht. Deshalb wirklich von Zeit zu Zeit immer mal abschmecken. Also es fehlt ja zum einen natürlich einmal Salz, das habe ich noch nicht hineingegeben. Und was man nicht vergessen darf, dass ein Gericht erst am Ende fertig ist und nicht mittendrin. Das bedeutet, wir haben ja hier noch die unglaublich würzigen Chorizo-Würste. Die haben wir nicht von Anfang an hineingegeben, weil sie sonst trocken kochen. Die gebe ich jetzt noch hinein. Ein bisschen zusätzliche Würze tritt jetzt aus den Würsten aus. Macht den Grünkohl nachher noch wesentlich aromatischer. Salz fehlt auch. Gebe ich allerdings erst am Ende hinzu, zusammen mit den gegebenenfalls, wenn die Flüssigkeit zu, ja, das werde ich auf jeden Fall einsetzen, ich werde die Flüssigkeit nachher noch mit ein bisschen Haferflocken abbinden. Dann erwähnte ich ja, dass klassischerweise bei so einem Bolito Misto immer ein bisschen Salsa Verde hinzugefügt wird oder aber auch in der kalten Jahreszeit in Italien gar nicht so selten, das sind so Senffrüchte. Senffrüchte sind Früchte, die werden reif geerntet, haben so eine leichte, pikante, leicht an Meerrettich erinnernde Note, sehr süß natürlich. Aber diese süße Variante ist wirklich wunderbar für würzige, kohlige Gerichte. Das ist sozusagen heute hier der Salsa Verde-Ersatz bzw. der Senfersatz. Die nachher aber nur klein schneiden und mit zu dem Grünkohl hinzugeben. Jetzt haben wir immer noch ein bisschen von dieser leckeren Brühe hier über. Das ist das Schöne, wenn man Kochfleisch herstellt, es entsteht immer eine besonders schmackhafte Brühe. Und jetzt ziehen wir aus dieser Brühe noch eine sehr, sehr schöne und vor allen Dingen auch einfach herzustellende Suppe. Und zwar mit der Brühe. Dann brauche ich ein bisschen Eigelb, geriebenen Parmesankäse und Sahne. Wir sind ja schon mediterran unterwegs, das heißt, ich stelle jetzt aus der Brühe, und das funktioniert mit jeder, eine wunderbare mediterrane Suppe her, die wirklich in Minuten hergestellt ist. Dazu die Brühe eigentlich nur warm machen. Ja. Geriebenen Parmesankäse. Wird wahrscheinlich auch mit Gouda oder Edamer, mit einem etwas, etwas älterem Gouda und Edamer funktionieren. Sahne. Ich brauche auf 5 Eigelb ungefähr 200 Milliliter Sahne. Ja.
Den Parmesankäse hineingeben. Das Ganze ganz leicht würzen mit ein bisschen Muskatnuss. Eine Prise Salz. Und jetzt wird das Ganze nur mit dem Schneebesen kurz verquirlt. Fachlich nennt sich das Ganze jetzt eine Liaison, also eine ganz weiche, weiche, weiche Bindung. Hier verwenden wir jetzt unsere Brühe, damit das Eigelb beim Einrühren nicht gleich stockt, sollte man zunächst einmal ein bisschen von der warmen Brühe zunächst einmal in das Eigelb einrühren. Vorsichtig. Wenn ich zu heiß jetzt die Liaison oder diese Verbindung aus Eigelb, Sahne und Käse in die heiße Brühe einrühren würde, könnte es passieren, dass das Ganze gerinnt. Und hier schaffe ich nur eine ganz leichte Bindung. Temperatur ist nachher so knapp bei 70 Grad, also heiß genug zum Essen, aber nicht heiß genug, dass das Ganze anfangen kann zu gerinnen. Aber noch kräftig durchrühren. Und die Menge, die ich eben erwähnte, die 5 Eigelb, die ungefähr 150 Gramm Parmesankäse und die 200 Milliliter Sahne reichen ungefähr für 1 Liter Suppe. Bedeutet gute 4 Portionen. So, einen halben Liter habe ich jetzt schon drin. Jetzt brauche ich noch mal einen halben Liter. Und jetzt das Ganze entweder mit dem Mixstab, das verhindert das Gerinnen, oder mit dem Schneebesen langsam in die Suppe einrühren. Jetzt langsam zum Kochen bringen. Ui. Wir sehen jetzt schon, dass die eben noch relativ flüssige Brühe durch das Eigelb eine besondere Bindung bekommt. Nochmal gut abschmecken, salzen. Das Einzige, worauf Sie jetzt wirklich darauf achten sollten, ist, dass die Hitze von unten nicht zu hoch ist. Deshalb auch hier wirklich mit dem Schneebesen arbeiten. Und wenn Sie es runterziehen, dann auch relativ schnell umfüllen, weil die Resthitze vom Topf würde immer noch ausreichen, um es zumindest unten zum Gerinnen zu bringen. Und dann zieht sich das durch die ganze Suppe durch. Wenn wir das dann haben, müssen wir jetzt nicht mehr viel machen, sondern einfach nur die Suppe nehmen, Herd ausstellen, Teller. Eine wunderbare, luftig, leichte Suppe aus dem Grundprodukt von dem Grünkohl hergestellt, die jetzt allerdings überhaupt nichts mehr mit Grünkohl zu stehen hat, nämlich so zu tun hat vom Geschmack her. Jetzt ganz wichtig bei dieser Zubereitung, einfach noch ein bisschen frischen Pfeffer. Fand ich gar nicht so wenig. Und, wo ist mein Öl? 2-3 Tropfen vom kalt gepressten Olivenöl. Und so kann man mit wenigen Zutaten einfach noch eine wunderbare kleine Vorspeise für den Grünkohl zubereiten. Und da wünsche ich gleich schon mal guten Appetit. Lecker! Jetzt haben wir, Suppe gibt es natürlich auch noch, jetzt haben wir unsere Kartoffelchen noch hier. Nimm ganz leicht Farbe an, wird ganz leicht gezuckert. Und jetzt, wie gesagt, nicht viel, wir machen da jetzt nicht gleich 2-3 Esslöffel drauf, sondern es reichen in diesem Falle wirklich so knapp 1,5 Teelöffel. Stückchen Butter für den guten Buttergeschmack. Und das lassen wir jetzt ebenfalls noch auf schwacher Hitze leicht karamellisieren. Ohne dass das Ganze jetzt allzu dunkel werden sollte. Ein bisschen Topf jonglieren hier. Das gibt uns jetzt Zeit, uns noch kurz um den Grünkohl zu kümmern. Und zwar haben wir jetzt hier
den Grünkohl schön weich gekocht. Ungefähr, wir haben ihn knapp 5 Minuten blanchiert. Jetzt war er gute 30 bis 35 Minuten im Topf drin. Das heißt, wir können das Fleisch rausholen. Einmal der Tafelspitz. Man sieht hier schon an der Druckprobe, die Fasern lösen sich voneinander, perfekt gegart. Dann haben wir unseren Schweinebauch. Gibt so ein wunderbares, leicht fettes Aroma drauf. Dann haben wir unsere Paprikawürstchen. Fantastisch. Selbst wenn es nicht schmeckt, das sieht auf jeden Fall schon großartig aus. Das ist für die etwas pikantere Fraktion. Die gibt es eigentlich auch inzwischen schon in gut sortierten Fleischereien. Wenn Sie jetzt keine Chance haben, die Chorizo-Wurst wirklich zu finden, nehmen Sie Mettenten und fügen Sie beim Ansatz vom Grünkohl einfach ein bisschen Schärfe, vielleicht so ein bisschen Cayennepfeffer oder ein bisschen Chili dazu. Und jetzt haben wir hier den Grünkohl. Den müssen wir jetzt einmal kosten. Lecker. Bisschen Salz fehlt auf jeden Fall. Ganz tolles Aroma, leicht von der geräucherten Paprika, was er sich hinten im Gaumen ein wenig aufbaut. Und jetzt sehen wir, dass der Grünkohl hier eine doch noch recht wässrige Flüssigkeit enthält. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze abzubinden. Entweder mit geriebener Kartoffel. Und in einigen Regionen wird das Ganze auch schon klassisch mit Graupen angesetzt. Graupen ist aber nicht so mein Ding. Wir benutzen einfach ein paar Haferflocken, die wir wirklich nur in den Sud hineinstreuen. Und die Haferflocken quellen auf und absorbieren sozusagen die überschüssige Flüssigkeit. Damit das Ganze noch ein wenig mediterraner wird, gibt es eine letzte Zutat, die wir hinzufügen. Und zwar einfach nur ein paar weiße Bohnen. Da geben wir uns jetzt nicht die Mühe, die am Vortag schon einzuweichen, sondern da greifen wir wirklich auf Konservenware zurück. Wenn es geht, einfach nur abtropfen lassen. So. Ebenfalls noch mit unter den Grünkohl heben. Ganz kurz noch einmal mit aufkochen, den Haferflocken auch wirklich die Chance geben, dass sie jetzt ganz leicht quellen können. So, jetzt haben wir eigentlich nichts mehr weiter zu tun, als den Rest noch anzurichten. Und Sie schauen sich einfach nochmal an, wie das Ganze funktioniert hat. So. Das sieht fantastisch aus. Und vor allem ist es auch mal eine Zubereitung für Grünkohl-Nichtliebhaber. Und wir haben im Vorfeld der Sendung uns ein bisschen schlau gemacht und haben überlegt, Mensch, wie können wir den Zuschauer draußen an dem Bildschirm wirklich zeigen, dass es wirklich lecker ist. Das heißt, ich gehe ein hohes Risiko ein. Wir haben einen jungen Mann, der eigentlich Grünkohl hasst. Und genau dieser Mann darf natürlich diesen Grünkohl probieren, um zu sagen, wie lecker er denn ist. Fojo, wenn du einmal zu mir nach vorne kommen magst. Wann das letzte Mal Grünkohl gegessen? Nein. Noch nie? Nein. Ja, wie kannst du denn sagen, dass du ich habe ihn schon mal probiert, aber das war... Wer hat ihn gekocht? Es war in der Kneipe. Das war nicht so lecker. Na gut, nicht jeder Grünkohl, der in der Kneipe zubereitet wird, ist auch wirklich lecker. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, aber tendenziell wirklich ein Gericht. Ich gebe dir von jedem so ein bisschen. Dann kann man ihm auch zeigen, dass man aus einem deftigen Gericht wie dem Grünkohl das Ganze immer noch attraktiv das Ganze auch anrichten kann. Du musst aber nicht alles essen, oder? Du musst auf jeden Fall den Grünkohl probieren. Tafelspitz, die Wurst, ein bisschen Backe, dann von der Kalbshaxe, nur so ein bisschen. Hier sieht man auch an der rosanen Farbe, dass das Ding eben vorher gepökelt war, nicht geräuchert. Dazu haben wir gesagt, ein bisschen Senffrüchte. Haben wir nur so ein, zwei Scheiben dazu. Die sind, wie gesagt, sehr dominant im Geschmack. So, Hajo. Und es ist nicht nur für dich ein Risiko, auch für mich, weil es könnte ja sein, dass du sagst, nee, so lecker ist das nicht und mag ich gar nicht und das stimmt gar nicht. Deshalb
Guten Appetit. Ich darf anfangen. Du, ich bitte drum. Und du darfst ehrlich sein. Jetzt mal ehrlich. Das wird mein Leibgericht, Tim. Ja, du musst hätte ich das gewusst. Ist echt lecker, ne? Weißt, ich weiß es gar nicht, was ich die letzten 30 Jahre verpasst habe. Und recht hätte, und was er auch noch sagen wollte, dass ich Natura sehr viel jünger und sehr viel schlanker aussehe. In diesem Sinne, ich hoffe, Sie konnten damit ein bisschen was anfangen. Viel Erfolg, vor allem viel Freude beim Nachkochen. Trauen Sie sich ruhig mal so einen Klassiker auch mal anders zu variieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid jetzt aufgefordert, nach vorne zu kommen, ein bisschen Habba Habba zu machen. Dankeschön und tschüss. Danke. Merci.